Servus YouTube und willkommen zurück bei mir auf den Kanal. Und zum Abschluss des Jahres in der Unboxing-Kategorie zeige ich euch die Kingsloot Pro und die Hootbox in einem Unboxing. Erstens mal, weil ich was Besonderes machen wollte. Und zweitens mal, zwischen den Feiertagen, ihr wisst es selbst, sind die Zeiten nicht so toll gesät teilweise. Also würde ich sagen, wir fangen mit der Hootbox an. Wir stellen die Kingsloot mal zur Seite und schneiden uns die Hootbox auf, die hier verkehrt rum steht. So rum ist richtig. Auf. Die Kingsloot schneide ich auch gleich mal auf, auch wenn sie nicht da steht jetzt momentan. Zack. Okay. Dann können wir die auch ein bisschen vergleichen, wenn ihr wollt. Oder auch nicht. So, jetzt stellen wir die Hootbox zur Seite und fangen mit dem Unboxing an. Und zwar ist das Thema Winter in der Hootbox. Ins Heft schauen wir dann später rein. So, jetzt. Ja, so, jetzt haben wir ein bisschen Licht. Das erste Item, was wir hier haben, eine Glaskandle. Also ein Lichthalter vom Herr der Ringe. Passt ja wirklich zum Winter, da hat man sowas gerne mal stehen. So, aber keine Kerze drin. Okay. Es ist zwar keine Kerze drin, aber er sieht sehr nett aus. Innen drin sehr golden. Natürlich wahrscheinlich nicht Spülmaschinen geeignet. Stellt man auch das Teelicht rein. Sehr nice, kann man mal machen. Packen wir wieder ein. Drauf da wieder. Nein, da wieder. Ja, komm. Deckel wieder drauf. So, zu. Jawohl. Das nächste Item sind zwei Weihnachtskugeln, so wie mir das ausschaut, auf ein 9¾ und Hogwarts Logo. Schauen wir mal, ob das auch so ist. Und ja, es ist so. Das sind Kunststoffkugeln. Ich packe jetzt mal bloß eine aus. Hier, die mit dem Hogwarts Logo. Kunststoff, also werden auch nicht kaputt, wenn sie runterfallen. Sehr nett. Kann man auch brauchen, kann man an den Baum hängen, an den Nerdbaum, wenn man nicht schon alles voll hat. So. Dann haben wir hier natürlich noch den Pin mit Gizmo und der Weihnachtsmütze. Jawohl. Dann haben wir hier das T-Shirt. Und wie immer findet der Noob die Öffnung nicht, beziehungsweise sehr spät. Ist eine Lizenzware zu Pokémon. Leute, Pokémon. Komm her. So. Und was steht da drauf? Happy Holidays mit den Glumanda, Shiki, Pikachu und Bisasam drauf. Also die originalen Start-Pokémons, die ich damals in Pokémon Blau auch hatte. Ich habe ja da dann mit Glumanda, später Glurak gespielt. So, jetzt zusammenlegen, weil wir wollen ja etwas vergleichen. Da oben drauf. So, das ist Hootbox. Und hier haben wir den Night King als Funko Pop von Game of Thrones mit dem Speer durch die Brust. Hier die anderen, die es in der Serie gibt. Franz,
etwas translucent, eisig. Jawohl. Da machen wir vielleicht einen Quickluft draus. Mal schauen. Das war's dann mit der Wootbox. Und in die Wootbox schauen wir jetzt natürlich auch rein. So. Hier das Spoilerheft. Der Funko Pop. Das T-Shirt sieht hier etwas dunkler aus. Unseres ist etwas heller grau. Dann haben wir hier die zwei Christbaumkugeln nochmal. Das Teelichthalter. Der Teelichthalter, wie auch immer. Den Pin. Das wäre die Mega Wootbox gewesen. Das sind einige Wootbox-Looter. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Kings Loot. Und zwar in der Kings Loot ist das Thema Loot Before Christmas 4. Spoilerkarte lege ich woanders hin, weil sonst seht ihr es ja schon, was da drin ist. Das ist nicht so toll. Hier haben wir ein weißes Päckchen. Ziehen wir ab. Haben wir hier. Ah, Radiergummis in Kaffeebecherform. Okay, vom Friends. Einmal. Dann haben wir hier von... Entschuldigung. Etwas drin. Von Borderlands Day. Borderlands 3. Mouthpiece Mac. Okay. Eine... Tasse. Sieht so aus. Vorne den seht ihr, hinten den sehen wir jetzt nicht, weil ich sie auch jetzt nicht unbedingt rausholen möchte, weil ich noch nicht weiß, ob ich sie behalte. Eine Tasse. Dann haben wir ein Naschi Naschi von Link. Dann haben wir hier Pokerchips Coasters, also Untersetzer in Pokerchip-Form, 4 Stück, sind auch, oh, steht das da, steht nicht da, aber ich denke mal, die sind aus Kunststoff, ja, sollten Kunststoff sein. Dann haben wir hier aus Fallout. Und der sieht ja niedlich aus. Der sieht ganz niedlich aus. Ein Fallout Lizenzprodukt. Und zwar haben wir hier den Plüsch Dogmeat. Der sieht niedlich aus, auch wenn die Schnauze etwas zu kurz geraten ist für einen Schäferhund. Aber wir haben hier Dogmeat. Man kann es erkennen. Sehr schön. Sehr flauschig, sehr weich. Sitzt aber auch stabil. Also Dogmeat von Fallout. Dann haben wir hier einen Sticker. The Savior of Xmas. Jawohl. Als nächstes haben wir hier Decals, die man auf irgendwelche Sachen kleben kann. Zu Wonder Woman 84. Hier. Hier, die sollten drin sein. Zack, zack, zack. Also ein Decal Set. Und als letztes Item haben wir hier Vortec Bubblehead Charisma. Wir haben schon mal einen bekommen. Das war aber eine andere Schachtel. Bin ich gespannt. Es ist nicht der gleiche, glaube ich. Einen Vortec Bubblehead. Wir haben jetzt dauerhaft einen Punkt Charisma mehr. Das sind auch die Bubbleheads, die ihr im Spiel findet. Fallout 4. Weiß gar nicht, Fallout 76 glaube ich auch. Ja doch, der ist zu Fallout 76 laut Verpackung. Also einen Bubblehead. Hier, Fallout 76.
Okay. Bubblehead hier wieder einigen. Du, der Bubblehead in der Bubble. Zack, zack, zack. Und wir haben alles aus der Schachtel. Kein T-Shirt, wohlbemerkt. Kein T-Shirt. Okay, schauen wir mal, ob das so richtig ist, dass da kein T-Shirt diesmal dabei ist. Wir haben Friends Radiergummi. Fallout Dogmeat Stubbins oder Stubbins haben wir dabei. Fingelsticker haben wir dabei. Untersetzer haben wir. Sticker sind da. Tasse ist da. Das Pro-Item war der Fallout 76 Vault Boy. Haben wir auch dabei. Die Legends Items wäre eine Spinne gewesen und ein Funko Pop Ride. Okay, also tatsächlich kein T-Shirt. Aber dafür muss man sagen, mit dem Plüschtier, der Tasse und dem Vault Boy, in meinen Augen drei hochwertige Artikel, die das T-Shirt ersetzen. Wenn ihr die Legend habt, habt ihr sogar noch einen Funko Pop Ride dabei. Dann ist das T-Shirt sowieso schon rausgeholt. Tja, dann war es das mit den letzten Unboxings dieses Jahres. Für die Leute, die nur meine Unboxings schauen, sage ich schon mal ein gutes neues Jahr, einen guten Rutsch ins Jahr 2021, auf dass das Jahr diesmal etwas besser läuft als dieses Jahr und wir die Co-Trainer-Zeugs da so schnell wie möglich losbringen, muss ich ehrlich sagen. Es ist schon, man kann ja seine Freunde nicht richtig treffen, man kann nicht auf Flohmärkte gehen so richtig, es ist schwierig. Also auf einen besseren Start ins Jahr 2021 für alle, die hier schauen und vielleicht keine anderen Videos schauen, schon mal. Auch für alle, die beides schauen, andere Videos und diese Videos. Dann wie immer, dürft ihr mir gerne in die Kommentare eure Meinung zu den beiden Boxen schreiben. Zum Beispiel auch, welche für euch die bessere Box war. Und natürlich freue ich mich über jeden Like auf das Video. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Wer es noch nicht ist, darf gern abonnieren. Ich sage tschö und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.